mal eine Umarmung abholen. Willst du? Das sind Ideen, ne? Also wie viele hast du insgesamt schon umarmt? Ich denke, so 6000 Leute werden es inzwischen sein. Kommst du? Ja, wieso? Ich bin nämlich Linda Klette. Aber ich hatte auch noch ein bisschen, ich habe sie nicht berührt, ne? Ich hätte nichts dagegen. War schon eine gute Frage. Nee, kommt nicht mit einer E-Mail im Anhang, sondern das muss man sich nehmen. Ist Ihnen das unangenehm, wenn ich hier sitze? Ich bin Linda Zervakis. Ich merke einfach, dass mir die Pumpe dann schon mehr gibt. Ich möchte herausfinden, wann ist nah zu nah. Toll, ne? Ja, Sie sind ja eine Frau und Mann, wer mir lieber. Welche Distanz tut uns gut und welche nicht? Wie kommt es, dass wir alle Nähe suchen, uns aber keiner zu nahe kommen soll? Ganz am Anfang des Lebens gibt es so etwas wie Distanz ja eigentlich nicht, nur grenzenlose Nähe. Je mehr, desto besser. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sie haben das Lächeln einer glücklichen Mama sofort im Gesicht. Ne? Ja. Ich bin total verliebt. Das sieht man. Ohne Worte sieht man das. Wie heißt sie? Maria. Maria. Wie alt ist sie jetzt? 3 Tage. 3 Tage, okay. Glücklich. Ja, einfach glücklich. Und diese Nähe, was macht diese Nähe, wenn dieses Baby bei Ihnen liegt im Arm? Es ist warm und ich weiß, dass jemand mich liebt. Und umgekehrt auch, ne? Ja. Was glauben Sie, wie viel Zeit haben Sie ohne sie verbracht bislang? Oder haben Sie sie die ganze Zeit im Arm? Fast die ganze Zeit. Ja, wirklich? Ja. Nur ich gehe auf die Toilette oder duschen und das war's. Und dann nehmen Sie sie sofort wieder in den Arm? Ja. Weil Sie es ansonsten nicht ertragen ohne sie? Genau. Sehr schön. Haben Sie das Gefühl, dass sie auch diese Nähe braucht, dass Maria diese Nähe braucht? Ja. Ja, wenn sie im Bettchen liegt, weint sie sofort. Mhm. Und wenn sie auf mich liegt, ist ruhig und sie schläft gut. Ein gutes Geräusch. Ich heule gleich, ne? Scheiße. Ich bin selbst Mutter und das zu sehen, rührt mich sehr. Vielleicht ist diese Art der Nähe die schönste, die es gibt. Was passiert in den ersten Tagen nach der Geburt zwischen Mutter und Baby? Also die Beziehung zwischen dem Neugeborenen und der Mutter ist natürlich die intensivste, emotionalste Beziehung überhaupt. Warum ist diese Nähe so wichtig? Diese Nähe ist besonders deshalb so wichtig, weil die Beziehungsfähigkeit und auch die psychische Entwicklung des Kindes so wichtig ist und auch durch die Beziehung zur Mutter maßgeblich geprägt wird. Was passiert denn mit den Kindern, die diese Nähe gerade nach der Geburt nicht erfahren, aus welchen Gründen auch immer? Also was wir wissen, ist, dass diese Nähe oder fehlende Nähe dazu führen kann, dass später Beziehungsstörungen auftreten. Das heißt nicht, dass diese Menschen dann später alle zu psychisch Kranken werden, aber es bedeutet, sie haben größere Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung, weil ihnen auch diese Sicherheit fehlt. Also der Mensch ist und bleibt Zeit seines Lebens, also bis zu seinem Tod, ein soziales Wesen. Soziale Kontakte und Bindungen sind Grundbedürfnisse, so wie Essen, Trinken, Schlafen. Also ich habe ja hin und wieder auch mal das Bedürfnis, Leuten aus dem Weg zu gehen. Wann ist nah eigentlich zu nah? Das will ich herausfinden, mit einem Experiment. Dafür haben wir Christian engagiert, einen Schauspieler. Gleich soll er wildfremden Menschen so richtig auf die Pelle rücken. Ich gehe dann einfach. Wir machen uns bereit für das Nähe-Experiment. Ich bin froh, dass Christian zuerst dran ist. Ich glaube, ich überlebe das nur mit Schnaps. Dann mach. Geht das? Viel Spaß. Zum Glück ist Christian hemmungsloser als ich und zieht den Job einfach durch. Bei mir dreht sich der Magen, wenn ich dran denke, dass ich das gleich machen muss. Thank you.
Boah, Christian ist nicht nur hemmungslos, sondern komplett schmerzbefreit. Aber so ein Grundbedürfnis nach Abstand, das hab offenbar nicht nur ich. Woran liegt das? Um das herauszufinden, unterstützt mich Kommunikationspsychologe Benjamin Lange. In dem Moment, wo sich unser Schauspieler neben eine andere Person setzt, was passiert dann im Kopf diesesjenigen? Was rattert der alles durch? Wie sind meine Fluchtmöglichkeiten? Bin ich umzingelt? Dann komme ich nicht so gut weg. Habe ich irgendwie freie Bahn? Dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Was ist das für eine Person? Mann, Frau, alt, jung? Stark gefährlich oder eher ungefährlich? Sympathisch, nicht sympathisch? Mir ähnlich oder unähnlich vielleicht auch? Wie lange dauert das, so ein Verhaltenscheck? Bruchteile von Sekunden gibt es die erste Einschätzung. Einfach weil es so essentiell ist, wenn der andere eine Gefahr ist, kann ich mir nicht viele Sekunden oder noch länger Zeit lassen. Jetzt bin ich leider dran. Das Gute ist, wir machen jetzt erstmal noch den Test, wie es ist, wenn ich 10 cm Abstand halte. Das ist auch nicht besonders viel. Gute Handbreit. Ich glaube, in dem Moment ist es noch okay, weil ich die Menschen um mich herum nicht berühre. Ich glaube, dann ist noch alles fein. Die Faustformel lautet eigentlich, eine Armlänge Abstand ist für die meisten Menschen okay. Hier in einer gut besuchten Hamburger Einkaufspassage haben sich viele aber anscheinend an einen deutlich geringeren Sicherheitsabstand gewöhnt. Sehr zu meinem Leidwesen. Ja, ich glaube, es waren ein bisschen mehr als 10 cm. Mir wird dann schon anders, ne? Ich merke einfach, dass mir die Pumpe dann schon mehr geht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, mich direkt dran zu klatschen. Oh, ich spiele das jetzt natürlich nur so, dass ich mich die ganze Zeit sträube. In Wirklichkeit habe ich die Hosen gestrichen. Von außen mag das ja harmlos aussehen, aber versuchen Sie es mir mal nachzumachen. An eine fremde Dame rankuscheln, obwohl ausreichend Platz wäre. Die muss mich doch für komplett bescheuert halten. Mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich Ihnen so nah auf die Pelle gerückt bin. Oder haben Sie es gemerkt? Darf ich mich jetzt aber tatsächlich noch mal neben Sie setzen? Ich bin schon mehr nach links gerückt, aber ich denke, na, nun wird sie ja ganz frech. Ja, ne? Haben Sie gedacht, hab ne? Ich gedacht. Das ist ja ein Experiment. Es geht um Nähe und Distanz und ich musste irgendwas das machen. Das ist eine Sture aus Friesen. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, das ist hier so normal, ne? In der Großstadt, in Hamburg oder Berlin. Keine Sorge, auch in Großstädten ist das nicht normal. Darum lasse ich auch gerne wieder Christian den Vortritt. Und neben ihm dieses Mal ein echt tapferer junger Mann. Das autonome Nervensystem spielt ein bisschen verrückt, ne? Also Herzschlag wird ein bisschen höher, Stresshormone werden ausgeschüttet. Also der Körper wird sozusagen physiologisch vorbereitet, jetzt irgendetwas zu tun. Entweder sozusagen in einer Auseinandersetzung, wenn die unausweichlich ist, zu bestehen oder eben möglichst schnell zu flüchten. Was haben Sie denn gedacht, als der sich direkt neben Sie gesetzt hat? Das war unangenehm? Ein bisschen, ja. Hatten Sie Angst auch? Nein, nicht was? Angst, aber nur, war nur ein bisschen unbequem. Flucht ist das eine, ne? Also da gehe ich auf ganz Nummer sicher, da kann ich den Schaden vermeiden. Ich gehe allerdings auch das Risiko ein, eines Status oder eines Gesichtsverlusts, ne? Könnte als Feigling sozusagen dastehen. Das ist dann der Grund, warum einige Menschen durchaus auch dazu tendieren würden, das möglichst lange auszuhalten, um zu zeigen, okay, also ich ziehe nicht sofort den Schwanz ein, ich stelle mich der Sache. Gut, dann findet hier jetzt ein Kräftemessen unter Kerlen statt. Was sagen Sie? Was die Spielerei wird. Was für Spielerei? Naja, ich frage jetzt nur mal, was das soll. Sie wissen doch, was ich meine. Nee. Nee? Achso, okay. Bevor die Lage gleich noch eskaliert, löse ich mal lieber auf. Haben Sie
denn in dem Moment gemerkt? Also ist er Ihnen unangenehm geworden, weil er Ihnen immer näher gekommen ist? Also ich kann mich ja in einer gewissen Form wehren. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier vielleicht jetzt unterlegen würde. Hätten Sie ihn auf die 12 gehauen? Nein, ich bin, was das angeht, zu friedlich. Na, man muss ja sehen, dass wir im Prinzip mit steinzeitlichen Gehirnen in der modernen Welt rumlaufen. Ne? Wir haben Schlangenphobien, obwohl wir nie eine Schlange gesehen haben. Steckdosenphobie wäre viel sinnvoller. Haben Menschen nicht. In der Steinzeit gab es halt keine Steckdosen. Ne? Also das archaische Verhalten, das steckt unheimlich tief in uns drin. Und in einer Welt, wo es keinen starken Staat gibt, könnte der ja handgreiflich werden. Und niemand tut etwas dagegen. Und dann wäre das Gefahr für Leib und Leben. Auf den schlimmsten Fall hat uns die Evolution also vorbereitet. Gut so. Auch das Leben heute kann manchmal gefährlich sein. So, du hast ja eben schon mal runtergeguckt, Christian. Das ist ja einer in einer blauen Jacke. Der hat schon ein bisschen aggressivere Körperhaltung. Ist ja auch aufgefallen, ne? Ich werde leicht unruhig, ehrlich gesagt. Also, jetzt fange ich an zu schwitzen, weil es ist natürlich so, ich muss Farbe bekennen. Und bei aller Spiellust, die ich ja mitbringe, laufe ich Gefahr, dass manche Menschen einfach überreagieren. Hoffentlich geht das gut. Auf jeden Fall eine Situation, da würde ich niemals hingehen. Niemals. Moin. Dass der nicht schon längst aufgestanden ist, dass der ihn nicht direkt konfrontiert, versteht aber nicht. Für uns geht's gut? Mhm. Ja. Euch auch? Ja, danke. Muss. Siehst du, Fläschchen trinken, so wie du, nur du trinkst bessere Marke als ich. Aha, da oben werde ich gefilmt. Ja. War ich gut? Warte ab. Ist er dir nicht zu nahe gekommen? Ich wäre schon längst aufgesprungen. Nee. Und dann hast du für dich klar gemacht, so, der ist harmlos, der von dem geht keine Gefahr aus oder was? Das hätte ja auch sein können. Ach so. Warte mal. Die Cola ist weg, Alter, die Cola ist weg. Ich bin Pole. Ich bin Pole. Deswegen, also dann glaube ich, ist er eher gefährdet als ich. Was glauben Sie, warum er in dieser Situation dann doch so gelassen reagiert hat? Sprache hat natürlich eine ganz besondere soziale Funktion. Ne? In dem Moment, wo ihn anspricht und sozusagen signalisiert, okay, ich bin eigentlich keine Gefahr, ne? Wir reden jetzt hier über was Alltägliches. Sag mal, er schafft eine Basis, dass man sich vielleicht auch ein bisschen näher kommen kann, als wenn man gar nicht miteinander sprechen würde. Ist das auch so eine Art Schutzfunktion, die man dann einnimmt? Ist eine Schutzfunktion, ne? Denn jeder Kampf, jede Auseinandersetzung bedeutet Kosten. Die Kosten will ich lieber erstmal vermeiden, wenn es irgendwie geht. Im Gespräch vergisst mein Gegenüber vielleicht noch, dass ich ihm eigentlich ein bisschen zu nahe gekommen bin. Im Alltag halten wir unzählige Regeln von Nähe und Distanz ständig ein, ohne uns das immer bewusst zu machen. Spannend wird's, wenn wir diese Grenzen überschreiten. Heute ist Tag des Umarmens. Ja. Toll, ne? Heute ist Tag des Umarmens. Sie möchten nicht. Tag des Umarmens. Sie dürfen weiter. Darf ich Sie einmal umarmen? Nee. Klappt super nicht. Ich brauche dringend Hilfe. Sebastian Gärtner ist Profi-Hugger. Heißt, in seiner Freizeit umarmt er Fremde. So oft und so viele er kann. Guten Tag. Okay. Mach dir an. Lass dich umarmen. Hallo. Na, wie war die Erfolgsquote heute? Ganz gut. Ja? Ist noch ein bisschen Ausbaupotenzial. Warum machst du das überhaupt? Ein Freund hat mich mal dazu quasi genötigt, sage ich immer. Der hat das bei sich in München gemacht und ist dann zu Besuch gekommen und hat gemeint, ey, lass uns das machen. Und ich war erst so sehr, sehr zurückhaltend. Und dann habe ich aber drauf mitgemacht. Von Schüchternheit ist plötzlich ganz viel Freude da gewesen. Und es ist so ein niedriger Aufwand, um Freude zu verbreiten. Also, Huggen für Anfänger. Auf was muss ich achten? Das Wichtige ist, du willst die Leute umarmen. Manche Leute machen intuitiv so oder so und die Körper sollen ja aneinander. Das heißt, halt es auf der Seite, so dass die Leute lesen können, nicht die Schrift verdecken, das ist ein bisschen doof. Und dann so, dass du, wenn du umarmst, mit dem Schild hinter die Person gehst, dass du die Leute nicht irgendwie erschlägst. Eine
gratis Umarmung. Ich umarme dich und du kriegst eine Umarmung und vielleicht fühlt es sich für dich schön an. Willst du? Das ist eine Idee. Hey, gratis Umarmung? Na, wollt ihr? Nur heute. Das ist doch das, was der Welt fehlt, ne? Hast du Geburtstag? Alles Gute zum Geburtstag. Ja, hallo, hallo. Super. Wie sieht's aus? Warum nicht? Mann, ist das freundlich. Ja, und auch noch eine richtige Fessel. Yeah, habt einen schönen Tag. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich bin im Hackenmodus. Na also. Ich danke dir. Trotzdem muss ich aber sagen, für mich ist es so, fremde Menschen anzufassen, kostet mich echt eine Überwindung. Ich würde jetzt in meiner Freizeit würde ich andere Sachen machen, als freiwillig Menschen zu umarmen. Warum ist das bei dir trotzdem nicht so? Körperkontakt ist total wichtig für mich. Es macht Wärme, Zufriedenheit, es ist so ein Geborgenheitsgefühl, ein Ankommen, irgendwie ruhig werden. Und es ist total schön, auch wenn es eben im Freundeskreis geht, so ey, ich will mich anlehnen und kann das einfach, darf das einfach. Ich glaube, wie viele hast du insgesamt schon umarmt? Ungefähr, was meinst du? Ich habe nicht mitgezählt, aber ich denke, so 6.000 Leute werden es inzwischen okay. sein. Wie viel schaffst du an einem Tag? Also ich gehe davon aus, dass ich ungefähr 100 Leute die Stunde umarme. Mhm. Aber ich habe auch in einigen der Aktionen immer wieder festgestellt, so Leute sagen, wow, du hast gerade meinen Tag gerettet. Oder, okay. oder wow, ich war voll traurig, heute war ein richtig scheiß Tag und die Umarmung, yeah, danke. Das Chef, ich komme und umarme dich. Wirkt Nähe also immer, auch wenn man sich gar nicht kennt? Ich fahre nach Leipzig ins Haptiklabor. Dort wird die Wirkung von Nähe wissenschaftlich überprüft. 24 Elektroden sollen messen, was in meinem Kopf passiert. Das Gerät zeigt meine Hirnaktivität. Je höher der Ausschlag, desto mehr Stress habe ich. Ich schaue jetzt mal noch, dass ich die Elektroden Teil 1 des Versuchs quasi ein bisschen wegbekomme. 10 Minuten ruhen. Herrlich. Doch mein Hirn kommt irgendwie nicht so richtig runter, wie man hier sieht. Noch viel zu unruhig. Jetzt Teil 2. Körperkontakt. Ich bekomme 10 Minuten Massage. Bitte mehr von solchen Experimenten. Auf dem Monitor sind die Ausschläge auch gleich viel kleiner. Also ich gebe zu, die Massage war perfekt und ich bin auch in den Entspannungsmodus, glaube ich, geraten. Also mir ging es nach der Massage, glaube ich, schon besser als vorher. Aber was beweist das jetzt genau? Die Muskulatur entspannt sich. Der Stresslevel, auch was man im Blut messen kann, das sinkt ab. Also es gibt also viele körperliche Phänomene, die nur darauf zurückzuführen sind, dass sie einen Berührungsreiz erfahren haben. Also der Körper reagiert auf einer sehr breiten Ebene auf Körperreize, was sie mit anderen Stimuli nicht erreichen können. Wenn über einen längeren Zeitraum die Körperinteraktion ausfällt und sie nicht stattfindet, dann können sich im betroffenen Menschen durchaus leichte bis mittelschwere depressive Episoden entwickeln. Gibt es so eine Zahl, bei der man sagen kann, so oft am Tag sollte man körperliche Nähe spüren? Die höchste Körperkontaktphase hat man wahrscheinlich noch während sexueller Handlung. Mhm. Aber darüber hinaus bietet der Alltag relativ wenig Zeit und Ressourcen. Und wer meint, er bräuchte eigentlich mehr Nähe zum anderen, dann muss ich einfach diese Zeit reservieren. Das geht nicht anders. Also die kommt nicht mit Paket oder mit einer E-Mail im Anhang, sondern das muss man sich nehmen. Ist Ihnen das so bewusst? Also mir ist das sehr bewusst. Und machen Sie das dann auch? Nachdem ich geschieden bin, bin ich jetzt schlauer als vorher. Und ich denke, dass auch das menschliche Zusammenleben dadurch einen anderen Charakter bekommt, wenn man mal den Mund hält und einfach nur beieinander ist. Einfach nur beieinander sein? Das ist ja genau das, was man in einer U-Bahn nicht möchte. Da gibt es jede Menge Nähe. Allerdings unfreiwillig. So richtig glücklich scheint das hier niemanden zu machen. Was nutzt der Mensch dann, um sich sozusagen doch so einen gewissen Freiraum zu schaffen?
Er sendet Signale, die zeigen, komm mir nicht zu nahe. Besser gesagt, er sendet gar keine sozialen Signale. Er guckt auf den Boden, er starrt aus dem Fenster, er spielt an seinem Handy rum. Ich versuche sozusagen, die anderen Menschen nicht als soziale Wesen wahrzunehmen, denn dann müsste ich mit denen ja interagieren. Und ich habe eine ganz starke Nähe zu denen. Und das signalisiert ja eigentlich, ich will mit euch allen jetzt hier ganz eng und so weiter. Will ich aber gar nicht. Also muss ich Signale senden, die zeigen, okay, pass mal auf, ich bin dir zwar sehr nah, aber ansonsten die Signale, die ich sende, sagen, bleib mir vom Leib. Beste Voraussetzungen für unser Cowboy-Experiment. Wer jetzt einen Sitzplatz will, muss mir schon sehr nahe kommen. Während die Männer nur irritiert gucken, traut sich eine Frau ran. Was denkt man im ersten Moment, wenn man als Frau so breitbeinig da sitzt? Schon ehrlich gesagt gerade geguckt, okay, was für eine Frau sitzt da? Das war schon ungewöhnlich. Ja, okay, alles klar. Puh, so ein Rüpel zu sein, behagt mir überhaupt nicht. Hoffentlich sind unsere Schauspieler mutiger. Okay, dann würde ich sagen, machst du gleich den Versuch. Und dann wollen wir natürlich wissen, wie die Menschen reagieren, wenn das ein Mann macht. Drei Pelze einnimmt und breitbeinig da sitzt. Es geht los. Direkt nach dem ersten Stopp wird sie schon verdrängt. Haben Sie gesehen, wie sie da gesessen hat? Ja. Ja. Was haben Sie? Ich hab gedacht, das gibt's ja gar nicht. Rush Hour. Jetzt wird es richtig eng. Ich auf irgendeinen der drei Plätze dort. Wie bitte? Da irgendwo auch noch mal sitzen. Hier? Ja, zum Beispiel. Oder da oder so. Ist hier nichts frei? Stört es Sie, wenn ich hier nur sitze? Nee. Es ist ihm sichtlich unangenehm, in ihren Nahbereich zu kommen. Aber er überwindet sich. Was haben Sie gedacht, als Sie die Frau da sitzen haben sehen, über drei Plätze? Was war Ihr erster Gedanke? Ganz schön breit. Für wenig Personen. Und war es auch komisch, die Position, die Sitzposition, die Sie eingenommen haben? Sie hat ja breitbeinig gesessen. Sagen wir mal so, typisch männlich. Ne? Was hätten Sie gemacht, wenn Sie keinen Platz freigegeben hätte? Hätten Sie so lange um Ihren Platz gebuhlt? Da ich jetzt aussteigen muss, bis hierhin. Okay, danke Ihnen. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute reagieren werden, wenn ein Mann sich so breit macht. Nächster Halt, Landungsbrücken. Unsere subjektive Beobachtung, es dauert wirklich länger, bis etwas passiert. Selbst Leute mit kleinen Kindern reagieren nicht. Doch einer Frau reicht es irgendwann. Aus, den Rucksack wegzustellen. Nein, ich schon klar. Nach unserem U-Bahn-Experiment ist mein persönlicher Eindruck, Männern lässt man mehr Raum. Wir sind schon seltsame Wesen. In der U-Bahn quetschen wir uns dazu, aber beim Essen muss es immer der gleiche Platz sein. Ich sehe gerade hinten links ist noch ein Platz frei, schön mit einer Wand im Rücken. Läuft also. Wenn's geht, suche ich mir immer einen schönen Platz in der Ecke, mit Übersicht. Und im Idealfall niemanden in meinem Rücken. Aber warum eigentlich? Habe ich beim Essen etwa Angst? Warum machen wir das, dass wir uns bestimmte Plätze lieber aussuchen als andere? Unsere Platzwahl hat viel damit zu tun, dass wir uns Räume für uns sichern wollen, die irgendeinen Vorteil für uns bieten. Menschen möchten Kontrolle über ihre soziale Umwelt haben, wollen wissen, was passiert, um möglicherweise ihr Verhalten anpassen zu können. In jedem Restaurant das gleiche Muster. Immer werden die Plätze am Rand als erstes belegt und nur zur Not die in der Mitte.
Warum hat sich dieses Muster, sagen wir jetzt mal, über die Jahrtausende nicht geändert? Im Restaurant gibt es ja eigentlich keine Angst. Und warum reagieren wir trotzdem immer noch so? Der Mensch ist nicht das rationale Wesen, für das er sich gerne hält. Das muss er akzeptieren. Ne? Also wir haben sozusagen Mechanismen in uns, die unser Verhalten leiten und oft auch, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Die moderne Welt, in der wir leben, die ist ein Wimpernschlag in der Zeitlinie der Evolution. Und unser Geist kann sich so schnell evolutionsbiologisch gar nicht anpassen. Deswegen wirken immer noch ganz alte Mechanismen in uns. Und eben zum Beispiel auch, wenn wir ein Restaurant besuchen. Wir suchen die Plätze, wo wir einen guten Überblick haben, wo wir schnell flüchten können, dass ja keine Gefahr irgendwie uns was zuleide tun könnte. Ich hab's geahnt. Ich kann gar nichts dafür, dass ich immer in der Ecke sitzen will. Das ist alles evolutionsbiologisch bedingt. Sie auch schieben? Dürfen Sie. Ja? Okay. Haben Sie das denn heute? Mir geht's gut. Ja? Nähe zu den Pflegekräften ist für Frau Kurzweg unvermeidlich. Die 87-Jährige ist seit einem Schlaganfall auf Hilfe angewiesen. Ich bin mit ihr verabredet. Wie lange sind Sie denn jetzt schon hier in dem... Im Haus, 6 Jahre werden das. War das am Anfang schwierig für Sie? Jetzt geht es noch schwierig. Was ist denn schwierig? Na, dass man sich helfen lassen muss, weil ich das gar nicht gewohnt war. Ne? Ich habe anderen geholfen, aber nicht, dass ich Hilfe brauchte. Ne? Was machen Sie dann, wenn Sie merken, die wollen Ihnen jetzt näher kommen oder die wollen Ihnen mal die Hand halten? In die Nähe können Sie ja ruhig kommen, Sie sollen mich nur nicht anfassen, das mache ich nicht haben. Was machen Sie dann? Ich ziehe mich zurück. Also tut Ihnen die Distanz hier... besser als Nähe, würden Sie das so sagen? Ja, schon alleine, wenn man zum Essen geht. Alle sitzen dann da und der eine zieht sich nicht an, der eine rennt nur mit kurzen Hosen rum oder in Turnhemd zum Essen und so. Das gefällt mir alles nicht. Das bin ich nicht gewohnt von zu Hause her. Dann weiß ich nicht, wo ich hingucken soll. Man guckt dann immer wieder dahin, wo man nicht hingucken soll. Ne? Wie gehen die Pfleger mit solchen Situationen um? Und wie bekommen Sie die Nähe- und Distanzbedürfnisse der Bewohner mit Ihren eigenen in Einklang? Ich wollte jetzt einmal zu Ritschel eine Flasche Wasser holen. Und der ist ganz hinten im Gang. Okay. Wie ist denn das allgemein? Wie nah kommen Sie den Menschen hier? Ja, natürlich sehr nah. Ne? Ist das dann auch manchmal unangenehm, denen so nahe zu kommen? Oder geht das? Also am Anfang, wo ich angefangen habe mit der Pflege, da war es sehr schwer. Ich war noch jung, war 16 Jahre alt und dann sieht man einen älteren, nackten Mensch. Aber mittlerweile, das ist mein Beruf, die brauchen die Hilfe, das ist ganz normal für mich. Okay. Und dann gibt es ab und zu auch schon... ja, komische Situation. Ja. Also inwiefern? Wie äußern sich diese Situationen, die dann vielleicht eher unangenehm sind? Extreme Schamgefühle bei der Intimpflege. Wie nähert man sich da langsam? Auf jeden Fall immer alles ansagen, was man macht. Fragen, ob das auch in Ordnung ist und nicht einfach nur macht. Sonst sind die beängstigt oder fühlen sich überrempelt. Man sollte immer ganz langsam und sanft an die Sache rangehen. Hallo, Herr Ritschel. Oder was war Ihr extremster Fall? Mein extremster Fall, ja, dass ich geschlagen wurde. Oh, das war auf der Demenzstation. Ich wollte ihr die Schuhe ausziehen, habe mich vor ihr gebückt und dann... hat sie eine Kopfnuss verpasst, sozusagen. Ja. Okay, und wie ist das, wenn die älteren Menschen manchmal aber vielleicht auch Nähe suchen? Ich hatte schon mal ein Erlebnis, da hat mich eine ältere Frau, wollte sie mich küssen. Da musste ich sie dann leider ein bisschen zurückdrücken. Aber sonst habe ich da kein Problem mit. Wie hat sie reagiert? Er war ein bisschen traurig gewesen. Frau Kurzweg hat sich an die Nähe beim Waschen mittlerweile gewöhnt. Aber sie hat sich dafür eine Pflegerin gewünscht. Wie nah dürfen Ihnen denn die Menschen hier kommen? Was würden Sie sagen? Kommt immer darauf an, ob ich die mag, ne? Demjenigen. Okay, wovon hängt das ab manchmal? Ach, schon vom Äußeren schon, ne? Mhm. Für unser nächstes Experiment... Hi, Tiger. ...haben wir noch einen Schauspieler engagiert. Teach me, Tiger, I'll kiss you. Inwiefern spielt Attraktivität bei unserem Experiment
eine Rolle? Relativ große, würde ich sagen. Der Mensch hat die Daumenregel schön gleich gut. Wir wissen das aus vielen Untersuchungen. Attraktive Menschen kriegen für die gleichen Verbrechen niedrigere Strafen, kriegen eher den Job, wenn sie sich bewerben, werden eher befördert, etc., etc., etc. Und nicht so schön ist dann eben weniger gut. Und das spielt dann natürlich auch eine Rolle bei der Frage, wen lasse ich wie nah an mich ran? Wie werden die Leute wohl auf Schauspieler Gerd reagieren? Der Platz ist ausgefüllt, ne? War es denn für dich, war es aushaltbar? Ja, aber natürlich. Es bringt doch Spaß, so etwas zu machen mal. Mit Absicht so richtig schön sich daneben zu benehmen. Aber er wurde dann doch sehr böse. Hattest du da Angst? Ich? Nein, Angst habe ich sowieso nicht. Ihr seid ja da. Und wenn nicht, ich habe auch einen Stock. Gerd probiert es noch einmal. Ist Ihnen das unangenehm, wenn ja, ich hier sitze? Ja, das ist unangenehm. Ach, wieso? Das ist doch, man wärmt sich doch gegenseitig ja, gut. Das ist doch schön, wenn man sich so gegenseitig abstützen kann. Ich bin ja auch frisch geduscht, das ist ja auch ganz gut. Schlimmer ist, wenn dann so ein Stinker daneben sitzt dann, ne? Ist es dann eher eine Angst oder ist es eher... Nee, das ein unangenehmes Gefühl. Unangenehmes Gefühl, das Unwohlsein ist es. Mhm. Wäre das genauso gewesen, wenn sich eine Frau neben Sie gesetzt hätte? Bei Ihnen hätte ich eine Ausnahme gemacht. Bei unserem Model Coletta dann bestimmt auch. Klar, so kennen wir die Kerle. Eine heiße Braut als Gefahrenquelle? Wohl kaum. Der wittert doch jetzt eher eine Chance, oder? Fandest du das unangenehm, dass ich jetzt so nah neben dir gesessen habe? Ja, oder? Nicht unangenehm. Ich habe mich eher ein bisschen geschmeichelt, aber ja. Das ist schlimm jetzt nicht. Wäre das jetzt ein Unterschied gewesen, wer sich hingesetzt hätte? Ja, ich glaube schon. Ja. Um ehrlich zu sein. Ja. Manchmal wäre ich auch gern Mann. Was passiert in dem Moment mit diesem zu nah dran? Verfliegt das komplett, dieser Sicherheitsabstand? Da geht's unterschwellig sofort um Sexualität. Da sind wir ja in dieser intimen Zone, die von 0 bis 45 Zentimetern reicht, sind wir da ja quasi gedanklich schon drin. Da kann es gar kein zu nah geben. Die Männer denken wieder gleich an das eine und fühlen sich geschmeichelt. Als Frau erlebe ich solche Situationen irgendwie nicht als Chance. Mir ist das eher unangenehm. Woran liegt das eigentlich? Es gibt eine lange Stammesgeschichte, in der Frauen immer die größere Gefahr haben durch Männer, als umgekehrt die Männer durch die Frauen. Also wenn wir an so fürchterliche Sachen denken wie sexuelle Gewalt, Vergewaltigung und so weiter, stellen Sie sich vor, da ist eine junge, attraktive Frau und ein Mann setzt sich relativ nah. Das probieren wir aus mit Sebastian. Er ist Model und sieht zugegeben ziemlich gut aus. Wie reagieren die Mädels, wenn so ein Typ auf Tuchfühlung geht? Habt ihr es irgendwie wahrgenommen, dass ich an euch rangerückt bin oder so? Ja. Ihr habt mich aber schon vorher gesehen. Ne? Ja. Ist das irgendwie unangenehm für euch gewesen oder war das okay? Oder ich glaube, es ist ja relativ normal. Ja, also es war jetzt nicht wirklich störend. Keine Angst vor ihm bekommen? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, sein gesamtes Auftreten, seine Ausstrahlung ist halt überhaupt nicht so... Ja, so. Ach, also wenn der Typ besonders attraktiv ist, bekommen die Mädels eher keine Angst? Sebastian versucht es noch einmal. Und haben Sie das wahrgenommen, dass ich mich hier hingesetzt habe und dass ich immer näher rangerückt ist? War das für Sie okay oder war das eher so, dass Sie geguckt haben? Ich habe gedacht, ja. Ich bin die Mutti. Ja. Ich habe gedacht, ah, wer ist da? Ja, okay. Ja. Also Sie haben es schon wahrgenommen, aber also schon gemerkt. Ich habe gesehen, ja. Alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung, sehr gut. Ja, er war nicht fremd. Er sieht deutsch aus oder nordisch vielleicht. Ja, vielleicht darum. Also davon hängt das ab. Wir bitten Tabit, einen Syrer, bei unserem Experiment mitzumachen.
aber vielleicht sie hat einen Mann. Ja, aber das ist ja das Experiment. Wir sind da, wir helfen dir. Wir helfen dir. Tabit lebt erst seit 10 Monaten in Deutschland. Was er jetzt für uns macht, bereitet ihm wirklich Unbehagen. Findest du es unangenehm, dass er dir so nahe gekommen ist? Ja. Ja? Okay, mal sehen, was die Nächste sagt. Am besten neben die Blaue, die mit der blauen Jacke, dass du dich da hinsetzt. Ja. Okay. Dreht schon den Kopf nur zu ihrer Freundin. Ich finde das nicht so lustig, glaube ich. Hallo, darf ich euch mal eben ganz kurz was fragen? Alles gut. Fand ihr das jetzt ein bisschen komisch, dass er sich direkt neben euch gesetzt hat? Ja. Ja? Und hängt das auch von der Situation ab? Also, ja, weil hier viele Ausländer halt sind. Okay. Und wir halt öfter angesprochen werden. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass Leute dich diskriminieren, weil du dunkel bist? Oder nein, dass sie weggehen oder so? Manchmal, wenn ich war in der U-Bahn, ja, ich... Du setzt dich hin? Ja, und die Frau steht und wechselt... Steht auf und wechselt den Platz? Ja. Nur weil du dich neben sie gesetzt hast? Ja. Das ist Duygu. Ihr Kopftuch trägt sie nicht für uns, sondern aus Überzeugung. Auf so manchen Deutschen wirkt das Kopftuch wie ein rotes Tuch. Für 60% der Bundesbürger gehört der Islam nicht zu Deutschland. Das zeigen aktuelle Umfragen. Wie groß die Ablehnung bei einigen ist und das daraus resultierende Distanzbedürfnis, auch das zeigt unser Näheexperiment. Platz. Mit Sicherheitsabstand. Ne? Wie war das für dich? Unerwartet. Wenn man sich gestört fühlt, setzt man sich weg. Aber wenn ich weggehe, also wenn ich mich von dem Platz wieder entferne, dass man sich dann nochmal auf denselben Platz hinsetzt, das hat mich schon ein bisschen gekränkt. Wo liegt das Problem? Also was ist an mir anders oder was ist das, was... Also man versteht es nicht, sagen wir mal so. Und obwohl sie eine Frau ist, inwiefern spielt das eine Rolle oder ist es völlig egal? Geht gar nicht darum, ob das eine junge, attraktive Frau ist oder nicht, sondern dass sie ein Signal sendet, dass sie zu irgendeiner Gruppe gehört, die er als nicht die seinige interpretiert. Der Grundsatz gleich und gleich gesellt sich gern kann hier gar nicht erfüllt werden, weil für ihn, das zeigt ja sein Verhalten, ist sie durch dieses kulturelle Signal, das sie durch das Kopftuch sendet, überhaupt gar nicht seiner Gruppe und auch gar nicht als potenzielle Partnerin identifizierbar. Neuer Anlauf. Auch dieser jüngere Mann geht deutlich auf Abstand. Aber offenbar aus anderen Gründen. Also, dass man sich berührt, Mann und Frau, gibt es in der Religion nicht. Also soll man nicht machen, ist nicht erlaubt. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch weggesetzt. Uno, dos, tres, de, um, sexive, stop. Es gibt wohl kaum einen Tanz, bei dem man sich näher kommt als beim Salsa. Wie bringt man das zusammen, nordische Distanz und kubanisches Feuer? Maurice und Vero versuchen das jede Woche in ihren Tanzkursen in Hamburg. Maurice, du kommst aus Kuba, Vero, du kommst aus Chile. Wie ist das da bei euch, wenn man zum Beispiel Menschen begrüßt? Kommt man sich da nahe?
Also auch wenn man sich auf Kuba nicht kennt, begrüßt man sich normalerweise warmherzig. Man fragt, wie es der Familie geht und so weiter. Das ist ganz normal. Die Leute sind sich dort schon näher als hier. Wie ist das in Chile? Küsschen. Das war, als ich das letzte Mal in Chile war, war ich ganz überrascht, dass sogar Fremde dich küssen oder Leute, die man halt, ja, nicht kennt, so hallo, ist, oh, okay. Ganz anders als in Deutschland mit der Hand. Bist du dann auch mit Menschen aneinander geraten, weil du denen vielleicht zu nah gekommen bist? Ja, am Anfang habe ich es immer so versucht. Pardon, Entschuldigung. Ja, das war dann immer ein kleiner Schockmoment. Okay, so schlimm. Und bei dir, also du lebst ja seit 28 Jahren hier, hast du dich sozusagen auch schon so ein bisschen eingedeutscht, wenn du sagst, du fährst zurück nach Chile und bist überrascht, so, oder gibt es schon ein Küsschen? Ja. Wie ist das Verhältnis? Wie hat sich das bei dir verschoben? Bei mir war es andersrum. Ich bin es halt gewohnt, dass man hier, wie man sich hier begrüßt und dass ich dann das erste Mal in Chile war und das alles wirklich miterleben konnte, war ich doch sehr überrascht über diese Nähe. War es dir zu nah? Es war am Anfang komisch, aber ich fand es irgendwie, mochte ich es. Ich fand es nett. Ist es einfacher für Menschen, Salsa zu tanzen, die sich eh näher kommen? Weil es doch diese gewisse Nähe ist. Ne? Ist es dann vielleicht einfacher, wenn man eh aus dem Land kommt, wo alles etwas eher lockerer, flüssiger ist, sage ich mal, von seinen Bewegungen und Abläufen her, als jetzt verglichen mit den Deutschen, wo es alles ein bisschen distanzierter ist? Ja. Merkt man schon an der Tanzhaltung. Ganz viele, die auch Standard früher getanzt haben, sind sehr gerade und sehr distanziert. Im Son wird es auch so getanzt, dass die Unterarme sich berühren, als Beispiel. Und das ist schon näher dran. Da ist es auch so im Kurs, wenn ich das erkläre, gucken alle, oh, okay. Da kommt man sich schon ein bisschen näher mit dem Oberkörper. Und das ist dann schon wieder ein bisschen unangenehm für manche. Wie überwinden Sie dieses unangenehme Gefühl? Mit der Zeit. Das kommt, glaube ich, mit der Zeit. Dann merken sie, das ist ja gar nicht so schlimm, da passiert ja nichts. Okay. Und dann so langsam lassen sie dann los. Was noch okay ist und was zu nah, darüber ist man in unterschiedlichen Kulturen eben extrem unterschiedlicher Meinung. Ich treffe den Körpersprache-Coach Carlos Escalera. Welche Unterschiede gibt es eigentlich beim Thema Nähe in den unterschiedlichen Kulturen? In Nepal könnte es sein, dass man sieht, dass Männer sich küssen oder dass Männer aufeinander sitzen. Aufeinander sitzen? Ja, man sitzt auf einer Bank und der andere kommt, will sich auch mit der Gruppe unterhalten und setzt sich drauf. In der Dominikanischen Republik könnte es sein, dass man ein Sammeltaxi nimmt. Das ist mir passiert. Und dann, der Taxi war voll, also da konnte keiner mehr, aber er ist angehalten und dann kam eine ziemlich voluminöse Frau, hat sich auf meinem Schoß hingesetzt, hat nur Hallo gesagt, hola. Okay, und wie war das aber für Sie in dem Moment? Meine Frau hat sich tot gelacht, die saß neben mir. Und für mich war lustig, das ist unvorstellbar woanders. Welches Land umarmt sich am meisten, ist sich am nächsten? Es gibt Völker wie in Papua-Neuguinea, wo sie diese Luft teilen als Begrüßung haben. Stehen am Stirn, Nase an Nase und dann atmen sie die Luft, die der andere Person ausatmet. Nee, aber sowas von. Nee. Das wäre mir zu viel. Oh mein Gott, das ist unvorstellbar in anderen Völkern. Das könnte ich nicht. Dass sie sowas machen. Kann es denn auch mal sein, dass sich das alles noch mal ändert? Also, dass die Kubaner vielleicht distanzierter werden und dass es in Deutschland irgendwann, dass Deutschland das neue Kuba wird? Es ist viel verwurzelter als eine Sprache. Die Art und Weise, wie wir berühren oder nicht berühren oder ob wir so erschrecken, wird von Generation zu Generation weitergegeben, egal ob die Eltern wollen oder nicht. Ich würde Sie umarmen, weil Sie mir so sympathisch sind. Sehr gerne. Das sind die Südländer. Ja. Ne? Ein letztes Mal noch. Scheiße. Wir neigen ja dazu, von uns auf andere zu schließen. Dabei erleben wir dieselbe Situation oft ganz unterschiedlich. Alles gut? Ja, wieso? Wie viel Nähe und Abstand wir brauchen, ist uns meistens gar nicht bewusst. Und doch hängt sehr viel davon ab. Denn oft reagiert unser Körper schon, bevor wir darüber nachdenken können. Ciao. Und wer weiß, vielleicht setze ich mich demnächst auch mal ungefragt neben Sie.